grüße euch zu Fallout 4. Immer noch bin ich mit der Bobby, Kate, Dogmeat und dem Mel und der Sonja beim großen Graben und wollte jetzt hier mal zum Terminal. Ah ja, okay, also. Ja. Lieders, ein Treffer. Zwei Treffer. Thieves, zwei Treffer. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich überlege. Wenn Thieves zwei Treffer hatte. Hat einen Treffer, verdammt. Ist aber nicht weiter schlimm. Dann werde ich eben die Klammern suchen. Wo haben wir die denn? Ah, da war eine. Na? Sonst noch eine? Nein. Huch. Da war... Na, sag schon. Komm. Gut. Oh, super, ich habe wieder vier Versuche. Das war mein Ziel. Unter anderem natürlich. Okay. Also. Das hatten wir, war nix. Leaders. Personic. Okay, zwei Treffer. Leiter. Leiter. Sharper. Hallo Leute. Innen drin. Aha. Tür öffnen. Wenn dir das Ding einen Drink einschenkt, bin ich schwer beeindruckt. Was auch immer, Kate. Gibt es hier vielleicht irgendwie eine Puppe oder irgendeine Zeitschrift oder irgend sowas? Ich möchte gerne wieder was sammeln. Bitte, bitte, bitte. Wie, das war alles? Na gut, besser als nichts. Dann gehen wir jetzt da hoch. War das da lang? Ja. Den Eimer nehmen wir noch mit. Zumkorken. Okay, da war ich doch schon. Hä? Nee, hier war ich noch nicht. Eine 2 mm elektromagnetische Kartusche, Schrotpatronen, Patronen, Granate, Mine, bla bla bla. Ein bisschen, ich trage zu viel. Ein bisschen, ich trage zu viel, genau. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber egal. Ach, komm, Zementsack, ich bin da sowieso schon überfüllt. Ja. Nein! Oh. Falsche Taste gedrückt. Jingle Bangle Bongo.
So, Dogmeat? Hey! Ja, ja, bleib mal hier, guter Freund. Du kannst wieder ein bisschen Schrott haben. Okay, Dogmeat kann ich nicht mehr tragen. Wo ist denn Katie Girl? Ja. Muss ich jetzt hier lang? Hier drüben, Mel. Ja. Ah, ich wollte gerade sagen, passiert denn gar nichts oder was? Oh Gott. Ich sehe nichts. Hallo? Ah, okay, 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 okay. Ich glaube, ich sollte mal eine größere Waffe nehmen. Nee, wartet mal. Wo sind denn meine ganzen Waffen eigentlich hin? So. Hier ist ein Schlafplatz. Huch, ich komme da aber nicht hin. Klammern. Kühlmittel. Na? Na? Ich will die aktivieren, aber es geht nicht. Ganz toll. Hallo, das geht nicht. Wenn Bobbys Angaben stimmen. Und da habe ich meine Zweifel. Sollte der Tresorraum dahinter sein. Wenn du dir in dem Tunnel noch was ansehen willst, solltest du das jetzt machen. Zweifel? Zweifel? Es scheint nur nicht, als wären wir unterhalb von Diamond City, oder? Ich glaube, Bobby hat uns nicht alles über den Auftrag erzählt. Entscheide du, warte, bin bereit. Entscheide du. Ich sag, wir machen weiter. Bereit, Sonja? Ja. Ja, toll, dass ich jetzt aus dem Weg gegangen bin. So, kann mal bitte der Nebel wieder weggehen? Ah. Abgeschlossen. Triff dich mit der Gang im Tresorkeller. Nee, Tresorraumkeller. Den Müll etwa mitschleppen? Ja, na klar. Also viel los war ja bisher nicht, ne? Also ich meine jetzt... Von hier sind wir gekommen. Und jetzt stehen die da alle doof rum. Achso, ich muss mit der reden oder was? Bobby. Toll. Jetzt habe ich nasse Socken. Also, wir sind direkt unter dem Tresorraum von Diamond City.
Ist das wirklich der richtige Ort? Ich habe alles kartografiert und glaube, Diamond City müsste etwas weiter nördlich liegen. Für mich besteht da kein Zweifel. Wie wär's dem Boss ein wenig zu vertrauen? Die Wahrheit, wir können es rausfinden. Mel hat recht, ich vertraue dir. Sag die Wahrheit, Bobby. Wo sind wir? Unter dem Tresorraum von Diamond City. Und ich sag es zum letzten Mal. Wir müssen aber noch irgendwie da hochkommen. Mel, glaubst du, dein Roboter funktioniert hier? Schau dir das an. Das Fundament bröckelt ja schon. Eine Sprengung von Sonja und der Boden würde sofort einstürzen. Tja, dann mach es. Wir sollten vorher den Raum verlassen. Einstürzendes Fundament und so. Gut. Also, dann alle raus hier. Sonja, mach dich bereit für eine Sprengung mit maximaler Kraft. Abgeschlossen. Jetzt habe ich verschwinde aus dem Keller. Ja, ich bin doch schon weg. So, und jetzt? Jetzt geht's los. Ah. Nicht gut. Hoffentlich stimmt mit Sonja alles. Also. Dann mal nichts wie rein im Tresorraum. Oh, nein, nein, nein! Sonja! Reiß dich zusammen, Mel. Wir brauchen das Ding sowieso nicht mehr. Aber... Mit der Beute aus dem Tresorraum kannst du einen neuen Roboter bauen. Konzentrier dich auf den Auftrag. Boah, was ist das bloß für eine Ische, ey. So, das muss ich da hoch, oder was? Erstmal wieder alles einsammeln. Gut, da war nichts drin. Also viel war ja hier auch nicht zu holen, ne? Was? Eine leere was? Leere Farbdose. Hey, ich will das Sturmfeuerzeug haben. Hallo? Ah, dann bleib doch da. Ah, ich trage schon wieder zu viel. Wer hätte das gedacht? Oh, oh! Nuka Quantum und Nuka Cola. Zigarettenkiste. Spüllappen. Das ist alles hochgradig wichtig. Na, doch mit mein kleiner Kerl. So, wenn ich jetzt auch noch Kälte in meiner Nähe habe, dann könnte ich ganz entspannt ihr meine Sachen geben. Na, ich komme hier irgendwie nicht weiter. So. Tresorraum öffnen. Und die werden bestimmt nicht in Diamond City sein, das glaube ich nicht. Ich verstehe nicht. Nicht Diamond City, Hancock sollte es egal sein. Was hat das denn mit Hancock zu tun? Ja, deswegen. Wie Mel schon geahnt hatte, ist das nicht der Tresorraum von Diamond City. Ich sehe schon. Den anderen ist das auch nicht klar. Toll, nasenlos. Ihr seid gerade in Hancocks Tresorraum eingebrochen. Oh Gott. Ihr wisst schon, Hancock.
der Bürgermeister von Good Neighbor. Verdammt, Bobby. Hört mal. Ich weiß, ihr hattet was anderes erwartet. Aber hier geht es um eine Menge Kronkorken. Das stimmt mit ihr nicht. Hilf mir, sie auszuschalten. Dann gehört alles uns. Wir beklauen hier Hancock. Der ist eher ein nachtragender Typ. Gegenangebot. Geht einfach zurück in den Tunnel. Dann vergessen wir, was passiert ist. Was meinst du? Bobby zum Gehen überreden, Bobby verraten, bei Bobby bleiben. Komm schon, Bobby. Wenn wir jetzt gehen, kommen wir wenigstens lebend davon. Tja, Scheiße. Ach, Gott sei Dank. Du hast recht. Ich gebe nicht so schnell auf. Aber ich weiß, wann ich unterlegen bin. Gehen wir. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, warum ich dir wieder vertraut habe, Bobby. Aber das war das letzte Mal. Du kommst drüber, Ben. Teilen wir uns auf, bevor sie sich's anders überlegt. Wartet mal, Kate. Hey, was gibt's denn? Wollen wir ein paar Sachen tauschen? Aber ja. Baby. Quatsch, wartet mal. Ich habe gerade überlegt. So, dann kriegst du noch ein bisschen Kleidung. Und ein bisschen Schrott. Oh. Sie kann nicht mehr tragen. Oh, bist du gerade runtergefallen? Du hast das Falsche getan. Wie hast du uns gefunden? Weiß nicht, Bobby hat es verdient. Tut mir leid. Wie hast du uns gefunden? Wenn ihr glaubt, Hancock wüsste nicht über alles Bescheid, was auf seinem Gebiet passiert, habt ihr euch geirrt. Also, ihr wart hier unten ja nicht gerade von der leisen Sorte. Hm. Entschuldigung für den Ärger. Der Boss wird es verstehen. Du wusstest nicht, was du tust. Hier, nimm das. Eine Anerkennung dafür, dass ihr das Richtige getan habt. Oh, den Einäscherer steckt das Ziel in Brand und verursacht 14 Punkte Schaden. Okay. Hancock wird erfreut sein, von deiner Loyalität zu erfahren. Du solltest mal persönlich vorbeischauen. Es ist besser, sich mit Hancock gut zu stellen. Glaub mir. Das große Kram abgeschlossen. Super. Okay, aber ich sammle hier noch ein bisschen. Willst du den Müll etwa mitschleppen? Ja, so viel ich kann. Ich will alles mitnehmen. Gibt es hier sonst noch etwas? Oh. Hi, Jungs. Mädels. Hallo. Gut, die reden nicht mit mir. Hi. Gut, dann nicht. Dann nicht. Gibt es denn hier überhaupt keine Wackelpuppe oder irgendwas? Das finde ich jetzt voll doof. Okay, hier scheint nichts zu sein. Denke ich jetzt mal gleich noch in die Züge rein. Hier zum Beispiel. Was haben wir denn hier? Ah,
Nichts Weltbewegendes, aber egal. Besser als nichts. Nee, hier ist nichts weiter. Na, ich hänge. Ich sehe hier überall Öl liegen. Ah. Jetzt bin ich wieder voll, oder? Nee, noch nicht. Okay. Ist hier noch irgendwas? Oh ja. Eine Pellertonne. Schlüssel erforderlich? Ich habe den Schlüssel nicht. Da ist bestimmt was Wertvolles drin. Aber ich glaube, ich habe jetzt nichts übersehen, oder? Und wenn doch, dann kann mir das ja jemand erzählen. Und dann gehen wir jetzt... Moment, Moment. Aschenbecher? Nee, Quatsch, das war ein Klebeband. Okay. Und raus. Die Grabung. Wie, muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Moment. Es gibt doch bestimmt einen anderen Ausgang, oder? Den hier meine ich. Ah. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Commonwealth. Autsch. Entschuldigung. Bin gerade ans Mikro gekommen. Tja, dann hätten wir das große Gramm jetzt auch erledigt. NH und M Frachtdepot. Ein Moment, wo genau bin ich jetzt? Oha. Krass. Nee. Moment. Wir sind doch. Moment. Bin ich völlig verwirrt. Wir sind doch von hier gestartet. Krass. Den ganzen Weg sind wir jetzt unterirdisch gegangen. Okay. Hardware Town. Ich überlege gerade. Jamaica Plain. Eigentlich müsste ich ja mal dahin. Eigentlich. Diamond City. Ich überlege gerade, ob ich die ganzen Sachen hier drin lager.
Ach, verdammt. Gut, aber wenigstens ist erstmal die Quest weg. So, was habe ich denn? Sprich mit Hancock. Okay, das ist jetzt so eine sonstige Sache. Muss ich noch nicht machen. Was hilft bei der Verteidigung? Ah, verdammt. Ist aber bei sonstiges. Da gibt es Monster. Silver Shroud. Untersuch Volt 88, ja. Kindergrippe, Greentopf. Sei mein Valentine. Das müsste ich eigentlich auch mal langsam anfangen. Wisst ihr was? Das werde ich auch in der nächsten Folge anfangen. Das ist, glaube ich, nämlich in... Ach, Moment. Moment, Moment. Wo ist denn das eigentlich? Ach, schon wieder der. Moment. Entschuldigt, entschuldigt. Nummer Daten. What? Hier? Na gut, ich bin hier. Diamond City. Okay, pass auf. Ich werde zuerst nach Diamond City gehen. Und dann gehen wir zu... Finde Nick. Ich denke, so werden wir es machen. Wenn ich mich nicht anders entscheiden sollte. Aber andererseits möchte ich auch gerne... Wartet mal, wo ist das nochmal? Das ist da oben. Also völlig am... Naja, ihr wisst schon. Der Slog, wo ist denn der? Der ist da. Okay, hat sich auch erstmal erledigt. Ist alles sehr weit gerade. Das ist alles so weit. Nein, ach, Entschuldigung. Quartiermeister, okay. Sonderlieferung. Wo war das? Oh, ist er noch weiter weg. Der Vorhang fällt. Was ist hiermit? Nein, ist auch noch zu weit weg. Gut. Was ist das hier? Okay. Okay, ich denke, dann werden wir erstmal die Valentine-Sache machen, nachdem wir dann in Diamond City waren. Aber das machen wir dann erst ab der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir zusammen. Ich fand die Story jetzt okay mit der Bobby. Wie gesagt, ich habe ihr nicht getraut und ich hatte recht behalten. Also manchmal habe ich ja ein gutes Bauchgefühl. Wie dem auch sei, es war toll. Kate, auch mit dir war es toll. Alles Gutes. Alles gut, alles gut. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis dann. Bye, bye.